Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines und zwar die Folge Nummer 38. Ups, was ist das? Da wollte ich gar nicht anklicken. So, wir hatten hier hinten ein Verkehrsproblem. Da fahren auch drei Autos schon lang. Allerdings würde ich die Straße trotz alledem wieder abreißen, weil das war, denke ich mal, eine Fehlgeschichte. Ich würde doch gerne, sag schon, doch da eine große Straße hinbauen, nicht so eine kleine. Das war, ist Blödsinn, ne? So. Das sieht jetzt besser eigentlich aus. Aber besser ist auch noch nicht gut genug, oder? So. So, da fahren die ersten Autos dort lang. Irgendwie Hotdog-Autos wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie Donut-Autos. Auch schön. Was haben wir hier denn überhaupt für eine Straße? 2, 4, 5-spurig ist das, glaube ich, ne? Zwei links, zwei rechts. Haben wir denn 5-spurige Straßen? Da sind doch nur 4-spurige. Und hier? Komisch. Wie haben wir diese Straßen denn gebaut dann, bitteschön? Das ist. Oder ist es nur eine 4? Nein, das sind 5-spurige Straßen. Nee, sogar 6-spurig. Ja. Das bedeutet ja eigentlich, dass ich diese Straße dann auch dort lang setzen kann, ne? Tja. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Es geht irgendwie schief. Die kommt jetzt auch noch mal weg. So. Die kommt von dort nach dort. Und so. Wieso rastet die da nicht ein? Gefälle zu steil. Wow. Ich hatte hier doch eben vorhin irgendwie blau, ne? So geht's. So geht's. Und dann hätte ich gerne die andere Richtung auch noch gehabt. Ort ist bereits belegt. Gut, dann machen wir das ganz einfach so. So. Gucken, wie sich da was tut. Also da fahren ja schon mal welche rum, ne? Da fährt auch einer weiter. Rein theoretisch geht das jetzt. Das funktioniert nicht. Wäre das möglich hier irgendwie so? Wahrscheinlich auch nicht. Das ist nur für die Autobahn. Puh. Können wir das so machen, dass wir hier jetzt höher kommen? So,
So. So. Und dann da wieder runter. Da kommen wir aber nicht auf die Straße drauf, ne? So. Wenn wir jetzt hier dieses Stück wegklauen. Das müsste doch gehen, oder? So, ich wollte den Bagger haben. So, jetzt müssen sie über die Brücke fahren. Definitiv, ne? Jetzt hole ich mir noch eine kleine Einbahnstraße und gucke, ob ich das hinkriege. So, jetzt können die da lang auf jeden Fall fahren und die anderen fahren jetzt ganz schnell alle da lang. Oder auch nicht, weil die Ampelphase da das Problem ist. Also heißt es hier auch weg. Kaum eine Ampel, schon läuft das nicht mehr. Gut. Da auch weg. Auch weg. Also hier fließt der Verkehr jetzt bei Weitem besser, ne? Würde ich sagen, oder? So, nur gucken, wo unser Stau noch ist. Ah, der ist da, aber ich glaube, es wird kürzer, ne? So, die Beerdigung ist hier hinten noch zugange. Ja, jetzt staut sich's hier. Hier sind auch zu viele Kreuzungen, die gar nicht sein müssten, oder wie sehe ich das? Indem wir definitiv gerade dieses Stück wegreißen und dann das so machen. Fließt es dann noch besser? Das ist die Frage. Es fahren schon welche zurück, obwohl eine Einbahnstraße ist. Das war doch Einbahnstraße, oder? Ja. Interessant. Aber okay. Wenn es so geht, auf jeden Fall ist der Stau weg. Jetzt haben wir nur auf der anderen Seite noch das Problem. Wie kriegen wir die darüber? Gar nicht wahrscheinlich, oder? Kriegen wir das hier auch irgendwie so hin? Ich glaube nicht. Müssten die ja dann darüber lassen, ne? Hoch. Oh, da hat es gleich schon ein paar Häuser erwischt. Da hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Ah ne, warte mal, wir müssen ja auf der anderen Seite. Das heißt, das hier ist alles verkehrt. Das heißt, das Stück muss nochmal weg. Kriegen wir das hier irgendwie lang? Nee, das ist auch nicht. Hallo, ich möchte eine gerade Straße haben. So, jetzt geht's. Und jetzt müssen wir eine Kurve machen. Da runter. So.
Wenn es denn funktioniert hat, ne? Das ist ja die nächste Frage noch, oder? So, die könnten da langfahren. Und ja. Es ist gar kein Stau mehr hier. Gut, dann ist das eigentlich über gewesen, ne? Alles überbewertet. Das kann, glaub, weg. Und das kann auch weg. Ah, es gibt aber Leute, die jetzt darüber fahren. Das ist also schon mal was. Ja. Nicht schön, aber selten, ne? Das würde bedeuten, wir nehmen diese Straße hier weg. Aber das geht nicht. Weil die Kreuzung wird immer bleiben, ne? Aber dieses Stück könnte man nachher, jetzt ist gerade die Feuerwehr da am Löschen. Dieses Stück eigentlich wegnehmen. So, Feuerwehr ist weg. Straße hin, und zwar diese. So. Vielleicht ist das auch besser so. Sieht sogar so aus, wegen weniger Kreuzung und so, ne? Kann das sein? Keine Ampel? Ich glaube, da ist keine Ampel. Gut. Man müsste es jetzt hier verbieten, links abzubiegen. Das wäre das Ideale bei sowas, ne? Aber das geht bei dem Spiel ja dann doch nicht. Gut, was müssen wir bauen? Wohnraum müssen wir bauen. Dann machen wir das doch mal erstmal. Die wollen Wohnraum, dann sollen sie den hier kriegen. Den nehmen wir wieder weg. Und den auch. Den dahin. Den dahin, den dahin. Passt. Ein bisschen Blaues dabei, oder? Gut, auch gut. Da noch einer baut, wäre ich mal gespannt. Gut, da kommen noch zwei Grün. Obwohl, das ist verkehrt. Da wollen wir vielleicht mal irgendwo eine Straße durchziehen, ne? Kann das sein? Ja, hier ist es auch schon knubbelig. Na, da müssen wir überlegen, was wir da machen. Einbahnstraße? Wäre vielleicht nicht schlecht. Na, müssen wir mal gucken. Gut, was macht unser neues Gebiet? Hier ist es. Oh, hat keinen Strom. Und baufällig. Ja. Unterbewertet. Wenn noch hier so viele, da können wir noch einen beisetzen, oder? Komm, zack. Zwei Stück dabei. Passt. Müssen wir ein bisschen abreißen hier. Weil die alle leer stehen. Hier fehlt es auch noch an Wasser. Kurze Wasserleitung hin. Passt. Wieder abreißen. Weitere Häuser abreißen. Und zwar dieses. Macht er jetzt nicht. Da ist eins abgefackelt.
Industriebrachen weg hier. Ah, das ist es. Hier fehlt es noch an Strom. Oh, da ist aber einiges, was hier leer steht, ne? Das müssen wir mal gerade in den Griff kriegen, ne? Strom. Irgendwas ist mit Strom. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist nicht an das andere Netz angeschlossen. Okay, dann sollten wir vielleicht hier eine Verbindung rüberschlagen, oder? So, jetzt ist das ganze System voller Strom. Häuser noch weg. Dann fehlt ein Arbeiter. So, jetzt blinkt nicht mehr so viel, oder? Arbeiter fehlen. Gut, hier hinten haben wir noch Wohngebiet. Ist da alles in Ordnung? Ja, und hier sieht es auch ganz nett aus. Sind das alles schicke Häuser, oder? Alles grüne Zonen hier. Komm, direkt daneben kann auch hin. So. Da mal mehr nicht. Dann müssten wir da noch eine Straße reinschieben. Wie groß ist denn die? Das ist schon so eine normale Straße. Kommen wir mal ein bisschen was Gerades da rein. Bis dahin, Sackgasse ist okay, können wir mal so lassen. Ein paar Querstraßen jetzt noch rein. Vielleicht hier so. Ne, das ist ein bisschen zu weit da. Das muss da mehr hin. Und hier eine. Ne, das muss auch weiter darüber. Ja. So, passt. Gut, da haben wir schon wieder ein bisschen mehr. Strom wird gleich kommen. Wasser ist das Entscheidende. Passt. Können wir so lassen. Wasser ist auch da. So. Was machen wir da? Machen wir hier mal eine Reihe Bürogebäude hin. Da lassen wir mal frei. Und das geht da nicht.
So, das ist alles passend hier. Gut, da ist noch ein kleiner. Das kommt da auch noch zu, dann ist das auch fertig. Da lassen wir nochmal offen bleiben oder noch eine Straße hin. Hier kommt noch ein bisschen Kommerz hin. Da auch. Und, ja komm. Da ist er auch noch. Und gut ist. So, wächst und gedeiht, oder? Sieht gut aus. Nee, das weg. Das wieder dahin. So. Das machen wir mal so grün noch. Da lassen wir mal frei. Vielleicht machen wir die Straße doch noch durch. Nee, die beiden letzten weg, weil da können wir sowas wie eine Schule oder sowas nachher bauen, ne? Weg. Gut. Da können die wieder bauen. Aber unsere Folge ist schon wieder voll. Speichern wir ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.